Auf der B262 am Ortsausgang von Mayen kam es am heutigen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 6 Uhr kam es auf dem Autobahnzubringer zur A48 zur Kollision zwischen 2 Pkw und einem Sattelschlepper. Bei dem Zusammenprall der beiden Autos mit dem holzbeladenen Lkw wurde eine Person eingeklemmt. Wir hatten mit hydraulischem Rettungsgerät, mit Schere, Spreizer eine Rettungsöffnung uns gesucht bzw. uns gemacht. Wir haben die Türen entfernt am Fahrzeug, somit konnte auch der Notarzt direkt medizinisch dem Patienten entsprechende Zugänge zuleiten und konnten dann den Patienten über die Beifahrerseite rausziehen bzw. mit einem entsprechenden Spinboard einer entsprechenden Trage konnten wir den Patienten dann liegend über die Beifahrerseite rauskriegen. Also der eine Pkw-Fahrer, wie bereits angesprochen, eingeklemmt. Der zweite Pkw-Fahrer, eine Fahrerin, war leicht verletzt, konnte sich selbstständig befreien. Und der Lkw-Fahrer konnte sich auch selbstständig befreien. Wir hatten dann also ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und die Ersthelfer, die auch teilweise betroffen waren. Daher hatten wir auch mehrere RTWs des Rettungsdienstes hier vor Ort und der Hubschrauber ist auch gerade wieder gestartet. Besonders problematisch auf der B262 als Nadelöhr aus und nach Mayen geht während der Unfallaufnahme nichts mehr. Der Verkehr ist jetzt über den Stadtteil Alzheim umgeleitet zur Autobahn A48 und wird sich jetzt in den nächsten Stunden dann entspannen. Derzeit laufen die Unfallaufnahmen der Polizei. Es wird noch Luftbilderaufnahmen erfolgen und das Bergunternehmen ist durch die Polizei ebenfalls bestellt. Das wird sich noch ein paar Stunden hinziehen, bis wir hier abrücken können. Genaue Angaben zum Unfallhergang gibt es bis dato noch nicht, genauso wenig zum entstandenen Sachschaden.